So Leute, da sind wir bei einem neuen Video und diesmal haben wir haben ein mega cooles Teil. Und zwar haben wir einen Treasure Hive. Treasure Hive sind diese Dinger. Mein Local Game Store, der Fischkrieg, hat mir das zur Verfügung gestellt, um euch das zu zeigen. Danach muss ich das leider wieder zurückgeben. Ich habe von Ultimate Guard keinen bekommen. Und zwar ist das hier die Winter Edition. Ich weiß nicht, ob es die zu kaufen geben wird. Ich gehe mal von Nein aus. Es gab auch mal so einen kleinen Ding für ein Winter Edition. Den gab es dann auch nicht mehr zu kaufen. Dementsprechend, ja, wir gucken uns den Treasure Hive 90 Plus. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, hä? Was? 90 Plus? Was ist das denn? Ja, hier mit dem schönen Wintersymbol. Und ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ohne alles hier zu zerstören. Weil, wie gesagt, ist nicht meins. Oh, dieses Babyblau ist ein bisschen... Also es ist nicht unbedingt meine Farbe, aber... Oh Gott, was ist das denn hier? Eine Neujahrsüberraschung für Sie. Liebe Partner, ja okay, dann geht's was anderes. Irgendwas mit Zusammenarbeit. Wie gesagt, kriegen wahrscheinlich nur die Partner, aber ich zeig's euch trotzdem mal. Hat mir niemand verboten. Hier ist auch so ein Stern drauf, den seht ihr wahrscheinlich nicht. Sehr cool. Und dann gucken wir uns dieses Ding mal an. Wir haben... Ach du Scheiße, das ist auf jeden Fall viereckig, was mich sehr verstört. Und wenn wir es aufmachen... Ach du Kacke. Ist das wie bei dem? Nee, ist es nicht. Erstens, was ich sehr cool finde, wir haben hier eine Schneeflocke drin. Ich liebe ja diese Schneeflocken. Dann haben wir oben so ein... Ah, das ist so ein Snapclaw, das hat so ein Schutzteil drum, damit da nichts passiert. Und dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Inlay. Ihr seht schon, hier an der Ecke, das hat zwei Inlays. Es hat einmal einen Inlay für oben drauf, was ich aktuell noch nicht ganz verstehe. Und es hat ein Inlay für innen drin. Ich muss sagen, innen drin ist auf jeden Fall schon ein bisschen dreckig, was ich nicht so geil finde. Also auch wirklich dreckig. Gut gucken, ob ich das zeigen kann. Hier. Ich weiß nicht, ob das... Ist das Schimmel oder ist das Dreck? Könnte beides sein. Finde ich nicht so geil. Egal, gucken wir uns das Ding weiter an. Wahrscheinlich habe ich deshalb keine bekommen, weil ich das Ding jetzt einfach zerreißen würde. Ich weiß es nicht. Muss ich mir mal angucken. Wir gucken mal, was man damit machen kann. Weil die Dinger sind eigentlich dafür da, um diese Card-Cases hier von Ultimate Guard, die habe ich euch ja auch schon gezeigt, in einem Blackie gezeigt. Die sind mittlerweile auch hart zerkratzt. In diesen Card-Cases, die Magnetic Card-Cases, um die halt da rein zu tun. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal. Tun die mal hier so reinstellen. Es passt sehr, sehr gut. Also wirklich auch von der Höhe her, auch zum Durchblättern. Sehr, sehr, sehr cool. Kurz für euch den View, damit ihr auch seht, einmal hier von der Höhe. Das passt sehr, sehr gut. Also wenn ihr eine Menge von diesen Card Cases habt, dann mega dafür. Aber ihr kennt mich, ich muss alles ausprobieren. Ich möchte natürlich auch wissen, was sonst noch da reingeht, weil da kann man auch Boulder reinschieben. Finde ich jetzt persönlich halt auch sehr, sehr cool. Auch die kleinen Boulder passen natürlich easy peasy hier rein. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, was kann man da noch rein tun? Die funktionieren leider nicht, die Sidewinder. Weder so rum, noch so rum, noch so. Was ich sehr, sehr schade finde. Theoretisch würden sie so irgendwie reinpassen. Aber funktioniert leider nicht. Aber dann probieren wir mal die Inlays. Weil die Inlays von den Boxen könnten vielleicht... die passen leider auch nicht. Also so rum passen die, aber dann haben die hier zu viel Luft. Nicht so cool. Aber ich habe ja mein allererstes Gewinnspiel, was ich hier von Ultimate Guard gewonnen habe und damit auch ein Video zu gemacht habe. Mein allererstes Review von Ultimate Guard Produkten. Diese Deck-Case, Plastikbox von... Ja. Steht das drauf? Nee. Made in Germany. Nee. Designed in Germany, made in China. Urig alt. Man sieht es auch. Die habe ich auch geliebt und die ist auch nicht mehr weiß. Aber, ja. Die passen ja auch rein. Das heißt, ihr könnt nicht nur eure Magnetic Card Cases mitnehmen, wo ihr dann wunderschön hier Ira zeigen könnt oder irgendwelche Bisa Floors oder selbstgemalten Tokens, die ihr von Abonnenten geschenkt bekommen habt und Freunden geschenkt bekommen habt. Nein, ihr könnt auch eure Decks mitnehmen in den Bouldern, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt, bevor die Frage aufkommt, natürlich passen da auch die wunderschönen Return to Earth Boulder rein. Das hat keinen Unterschied, ob ihr einen Return to Earth Boulder habt oder einen normalen. Das Einzige, was wie gesagt leider nicht rein funktioniert, sind, die sind zu dick, das geht nicht. Aber ansonsten könnt ihr halt alles dabei haben, eure Show-Off-Karten und andere. Was ich auf jeden Fall noch testen möchte, und da seid ihr natürlich wie immer live dabei, wir haben hier eine gegradete Karte. Die Grading Cases sind ja alle ungefähr gleich groß. Und mal gucken, ob die hier reinpasst. Ich nehme mal... Jetzt kriegen einige von euch vielleicht einen Graus. So, nehmen wir mal das Plastikding drumherum ab. So, weg damit. Und... nee. Nee, ist zu hoch. Einmal für euch die View von oben natürlich wieder. Ist zu hoch, wie ihr seht. Und ist zu breit. Das geht leider nicht. Das heißt, gegradete Karten gehen da leider nicht rein. Was ich sehr schade finde. Ich glaube, der nächste Schritt wäre jetzt zumindest mal so eine Einreihung davon zu machen. Wo man dann auch
naja, die Grading-Karten reintun kann. Das müsste dann halt höher sein und ein bisschen breiter. Ja, ansonsten ist Hidas im Endeffekt ähnlich wie ein abgeschnittener Omni-Hive gefühlt jetzt so ein bisschen. Weil im Omni-Hive habt ihr auch diese drei Rows und könnt da auch, also ich weiß leider noch nicht, wie es mit der 2022er Exclusive Series ist, ob die auch leicht höher ist. Denn das ist ja dieser ganze Trick an diesem Treasure Hive. Er ist höher. Diese Kante, die ihr hier drin seht, diese Erhöhung, die ihr habt, wenn ich jetzt mal wieder beiseite tue und euch das Ding einmal zuklappe, seht ihr das relativ zügig, glaube ich. Seht ihr, wie viel Luft dazwischen ist? Das haben normalerweise Ultimate Guard Produkte nicht. Ultimate Guard Produkte sind immer on auf Pass geschnitten. Es ist so ein Träumchen, wie gut die zusammenpassen. Auch hier, die Breite davon passt perfekt, dass die nicht wackeln, man sie aber einfach rausnehmen kann. Ich weiß es nicht, also hier, das finde ich schon wieder ein bisschen schwierig. Da habe ich halt nicht wirklich einen Griff, da muss ich halt schon so greifen. Da sind die Öffnungen hier an der Seite natürlich nice. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich hier in die Mitte irgendwie rein möchte, na, passt das überhaupt? Das passt noch nicht mehr. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann hier wird's jetzt schwierig ein bisschen, aber ja. Okay, man kann nicht an alles denken, vielleicht wäre es cool, hier in die Seite auch noch so zumindest eine kleine obere Aussparung zu machen. Oder ob es wird dann zu unstabil, das weiß ich nicht, aber so eine kleine Aussparung wäre, glaube ich, ganz cool für die Deckboxen. Für die kleinen Magnetic Card Cases passt das easy, gerade wenn ihr dann einfach nur zum Durchschauen das haben wollt. Ich probiere mal, ob ich es schaffe, euch das zu zeigen mit den Magnetic Card Cases. Ich halte die mal mit dem Finger fest und... Ah, das tat nichts. So, wenn ihr hier seht, das ist on pass. Ich drücke das jetzt nicht hoch oder so. Das ist on pass. Mal wieder. Wie alles von Ultimate Guard. Großartig. Auch wenn ich hier vorne diesen Dreck echt ein bisschen seltsam finde. Ich würde mich, glaube ich, beschweren, wenn ich diese Box gehabt hätte. Ich bin ganz glücklich, dass es nicht meine ist, sondern die von meinem Chef. Ja, so viel dazu. Das ist der Treasure Hive. Treasure Hive ist gerade für Leute, die ganz, ganz viel mit diesem Card Case arbeiten oder die einfach nur Boulder haben wollen. Also, wie gesagt, ihr schafft es hier rein, irgendwie so eine strange Kombination an Bouldern zu machen. Hey, das wird bestimmt auch ein 100er passen. Dann habt ihr hier ein bisschen Luft. Wenn ihr drei 80er nehmt, werdet ihr bestimmt dieses Teil hier auch dazwischen bekommen. So ist das ein bisschen zu eng. Was ich schade finde, diese paar Zentimeter hierfür, das hätte mir noch gefallen. Aber dann würde wahrscheinlich irgendein anderes davon nicht funktionieren. Die gibt es ja mittlerweile in 40, 60, 80, 100. Ansonsten gucke ich mir jetzt nochmal die Nähte und alles an, bevor ich euch abschließend das Ding einmal präsentiere und sage, was ich effektiv am Ende davon halte. Ja, also Nähte im Deckel sind wirklich sauber. Ist auch hier kein Problem. Ich komme mit dem Finger nicht wirklich dazwischen. Ultimate Guard natürlich sehr, sehr schön. Hier auch die Nähte allen für sich wirklich, wirklich schön. Hier unten ist so eine kleine Überlapse, genau wie hier. Aber das kommt halt, weil da neu angesetzt wird. Innen drin alles sehr stabil. Ihr könnt das Ding natürlich ein bisschen bewegen. Das ist ja im Endeffekt eine überzogene Pappe. Aber ja, ein bisschen Spielraum ist. Mit genug Gewalt würde ich es bestimmt kaputt kriegen. Aber wenn das Ding zu ist, dann ist das stabil. Nein, es ist schon dreckig. Nein, es tut mir leid. Ansonsten, wie gesagt, hier Treasure Hive steht extra drauf. Das 90 Plus verstört mich wirklich. Natürlich soll es dafür da sein, dass ihr 90 solcher Ultimate Guard Magnetic Card Cases da rein benutzen könnt. Aber auch das klingt, als wäre da mehr möglich. Also 90, wenn ich jetzt mir überlege, 2, 4, 6, 8 Stück haben wir jetzt mal hier. Und naja, 8. Dann haben wir hier nochmal 16, 24. Und dann gehen nochmal 4, 28 von denen anscheinend. Ja, mal 3 sind 90. Krass. Ist echt krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass zumindest die, wenn sie jetzt diese dicken, dass sie die 90 plus gerechnet haben mit den dicken. Das weiß ich jetzt nicht. Dafür habe ich nicht genug Magnetic Card Cases. Ich habe ja eine Menge davon und ich habe ja noch welche gekauft und ich habe ja bei BB-Spiele welche gekauft. Ich habe von Ultimate Guard welche bekommen für ein Review und so weiter und so fort. Das war der Hammer. Also auch das Review von den Card Cases. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, euch anzugucken. Weiß ich nicht. Das 90 plus, wie gesagt, es wirkt unrealistisch. Da ist bestimmt Platz für mehr. Wenn ich das mal angucke. Ja, komm. Das ist... Ja, was sagt die Box? 90 Card Cases in all sizes bis 360 PPT. Also wird wahrscheinlich 90-360 PPT sein. Weil das klingt schon wieder ein bisschen unreal. Weil die sind schon dick. Die sind schon dick. Genau, und dann noch 9 Boulder, 80 oder 100 und dann noch diese kleinen dabei. Und ich weiß, dass die Frage bestimmt kommen wird. Deswegen, ja, auch Toploader passen da rein.
Da könnt ihr auch Toploader drin sparen. Wenn ihr unbedingt irgendwie aus irgendeinem Grund in Toploadern eure Sammlung irgendwie da drin aufbewahrt oder sonst was, könnt ihr die natürlich auch, die Toploader, da reintun. Aber es ist designed für diese Magnetic Card Cases. Und da kommen wir dann auch zum Fazit. Ich finde, für Magnetic Card Cases eine Box zu haben, als Idee ganz nett. Aber wer hat denn so viele davon? Und warum sollte der die transportieren oder verstauen? Also klar, verstauen müssen die irgendwie, klar. Aber... also ich habe schon das Gefühl, ich habe viele davon. Wer hat denn so viele davon? Das ist krass. Wenn ich jetzt mal eine normale Magic Card nehme, die gesleeved sind, die passen hier rein, die haben hier zu viel Spiel. Würde ich vielleicht nicht raten. Dann würde ich lieber zu einem Omni-Hive oder einem Super-Hive oder so raten, weil da könnt ihr auch eure Karten drin storen. Aber auch da ist eher designed halt für in Bouldern. Und für Boulder ist das Ding echt nice. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Ich finde... es ist einfach nur ein beschnittener Omni-Hive, oder ein erweiterter Super-Hive, 600, 900, ja, könnte ein Super-Hive, ein erweiterter Super-Hive sein, der ein bisschen höher geworden ist. Wenn ihr mal schaut, dreht sich um diese Höhe. Und da muss ich halt sagen, wenn ich jetzt nur Boulder transportieren wollte, dann würde ich mir das nicht holen. Wenn ich Boulder und aus irgendeinem Grund Boulder und Magnetic Card Cases transportieren möchte, dann vielleicht. Wenn ich Card Cases, eine Menge davon habe und die transportieren möchte als Händler auf irgendwelche Conventions oder als Trader, wenn ich irgendwie was wegtraden möchte oder so, also als allgemeiner Trader oder Händler oder wie man es nennen mag, dann ja, würde ich das vielleicht machen, aber sonst sehe ich dafür tatsächlich eigentlich keinen Markt. Weil die Dinger liegen bei mir in der Vitrine. Da tue ich Karten rein, die ich beschützen möchte, weil ich sie hübsch finde und dann kann ich die ausstellen. Aber die kommen bei mir nicht in so einen Karton. Dann müsste es noch höher sein und ich müsste meine Grading-Karten da reintun können. Aber das kann ich nicht. Also ich sehe den Markt dafür noch nicht, weil meine Boulder kann ich auch anders bewegen und davon habe ich nicht genug. Vielleicht fällt euch noch was ein oder ihr sagt, oh nee, durch dieses Viereckige, was diese Box hat, ist das natürlich viel, viel geiler als alles andere, was Ultimate Guard aktuell hat. Und dieses Viereckige, was in jede Richtung drehen kann, was immer gleich breit ist, ist großartig und deshalb brauche ich das unbedingt. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch andere Uses davon habt, vielleicht habt ihr schon einen und könnt das mal testen und könnt da mal schauen, was ihr damit gemacht hättet. Oder ihr sagt, oh, ich warte da drauf, weil ich will meine Magnetic Guard Cases benutzen. Und Blacky, du hast keine Ahnung oder so. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Redet mit mir darüber. Ich muss nur herausfinden, was das für ein komischer Dreck in der Box ist. Und diese Box wieder zu meinem Chef bringen, bevor der mich meuchelt. Und das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Review. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.